So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge World of Warcraft Classic. Wir sind nach wie vor mit dem Krieger unterwegs in Uldaman. Ja, ab hier ist der Levelbereich 44, 45, wo ich tatsächlich nichts mehr ausrichten kann. Zumindest nicht viel ausrichten kann. Ich kann ein bisschen noch die Gegner markieren. Ich kann noch ein bisschen coachen, das war's letztendlich. Eine große Hilfe bin ich der Gruppe leider nicht mehr. Ist allerdings eine Gildengruppe und wir kommen sehr gut durch. Level 50er bei, Level 49er dabei. Die Leute, die die Folge davor gesehen haben, wissen, was ist. Ja, Rückschläge gibt's immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich mich noch rechtfertigen soll. Aber naja, gut, ich kann halt nichts dafür irgendwie auch. Ich weiß nicht. Es ist kompliziert. Ja. Alle ready, yo, alle ready. Ich kann... Oh, es hat keine widerstanden, das ist ja der Wahnsinn. Okay, ich kann versuchen. Ich kann versuchen zu tanken. Ich kann es aber, es bleibt beim Versuch. Ah, guck mal, er rennt schon weg. Ihn bitte einfangen. Guck mal hier. Da. Danke. So, ihn hier habe ich aber, ne? Zumindest. Im Moment zumindest an mir kleben. So, ich nehme mal aber an, dass wir selbst den Endboss sollten wir eigentlich schaffen. Ich gehe mal davon aus zumindest. Allerdings, es wird tatsächlich nicht ansatzweise irgendwie meine Leistung sein. Mein Beitrag hierzu ist relativ gering. Ah, da, aber wenn ich durchkomme... Na ja, gut, gegen Shadow Priest keine Chance. Das hieß wohl ja. Ja, klar. Könnte man so interpretieren. Einen doofen Spruch muss ich raushauen. Es tut mir leid. So, okay. Die nächste Gruppe. Den hier zuerst. Den da als zweit. Gedöns. Und den da hinten schieb und den da schnapp ich mir noch. Rit. Alle noch am Trinken gerade. Hinter der Tür wird es dann richtig eklig. Ah, ich gewinne hier dauernd Zeug. Ich muss hier dauernd Zeug rausschmeißen, was ich nicht rausschmeißen möchte. Guck mal, das hier kann auch weg. Wir müssen leider mal ein bisschen was loswerden. Ich gewinne hier dauernd Zeug. Da hinten mit dem Mond drüber, meine Mami. Ey, wie gemein ist das denn? Na, widerstanden. Da geblieben. Na, nicht alle widerstanden. Es kann doch nicht alle widerstanden werden. Ja, danke. Aber ich werde sogar entflucht. Immerhin. Okay. Graz? Ah, gab's ein Level-Up? Das habe ich gerade gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Hallo. So, der eine ist tot, der andere ist auch tot. Ich probier's mal. GZ. Ich bin's nicht. Leider. Level 41 wäre tatsächlich besser. Dann hätten wir zumindest die Level 45er, wären dann nämlich braun oder orange. Gibt's hier noch ein Vorkommen? Nö, leider nicht. So, hinter die Tür. Da wird es jetzt dann, wie gesagt, halt tatsächlich richtig lustig. Ah, Monte. Oh, Level 50. Dickes GZ sogar. War gerade noch Level 49. Jetzt haben wir zwei Level 50er sogar dabei. So. Obwohl hier Level 5, Level 44, Level 45. Das geht doch noch. Den hier schieb. Keine Ahnung. Die machen Aua. Cheap ist nicht. Oh, okay. Das sind doch... Aber das sind doch Humanoide. Cheap ist nicht.
Aber Humanoide kann man doch schieben. Hey ho, let's go. Ich bin der Tank, ich renn mal vor. Auch wenn mir 50% widerstanden wird, beziehungsweise alles widerstanden wird. Was ich so habe. Oh, mein Stun kam durch. Ja, ich kann nicht tanken. Ich treffe nichts. Das Problem ist, ich habe dann auch keine Akku. Also ich habe keine Wut, die ich dann irgendwie halten könnte. Wenn ich wollte. Okay. Ja, das kann man knicken. Das sind zu viele. Na, da geblieben. Okay, ich hab ihn kurz. Wenn Sport durchkommt, habe ich ihn ganz kurz. Allerdings halt nicht lange. So, der ist gleich hin. Ihn hier. Danke. Boah, ich... Die triffst halt echt nicht. Wäre echt nicht böse. Ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll. Ich kann halt echt nichts mehr machen. Wäre weise. So ist es. Wir haben aber trotzdem keinen Taschenplatz. Boah, ein Magiestoff, den würde ich aber ungern rausschmeißen. Hey, irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Eigentlich nicht. Also lassen wir das. Montilli ist, hat wieder ein Disconnect. Könnte das sein? Ich hoffe nicht. Aber ich brauche hier echt nicht tanken. Ah, guck mal hier. Das Brötchen da können wir wegschmeißen. Das brauchen wir nicht. Haben wir noch irgendwas? Die Äpfel würde ich eigentlich gerne behalten. Das hier können wir fast noch rauswerfen. Monty hat, glaube ich, ein Disconnect. Ich kann hier halt echt nichts tanken. Yo, Montilli offline. Yep. Gut. Wir sind fast da. Also es geht jetzt hier, den Kreis haben wir noch, wo so ein Zwischenboss kommt. Danach geht es hier einmal noch nach unten, dann sind wir letztendlich schon beim Endboss. Ich hoffe, er ist gleich wieder da. Blizzard spinnt gerade rum. Echt? Okay. Immer ein durchziehen. Viel Spaß. Ah, Montilli ist wieder da. Okay. So, ich würde tatsächlich auf Skill umgehen. Also wir machen jetzt, ich mache einen auf Damage Dealer. So, halbwegs. Da ist tatsächlich keinen Sinn, da zu tanken. Und mit Level 50 sollte er es ohne Probleme hinkriegen, auch ohne Tank-Equipment. Aber abgesehen davon, er hat 4000 Leben. Und viel mehr Rüstung. Oh, das ging schnell. Kippe keine Ahnung. Du machst das aber gut. Schleimer. Ich mache einen auf Damage Dealer. So, das. Einen Taschenplatz habe ich im Moment noch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Items kriegen, ehrlich gesagt. Ich hätte vorher nochmal beim Händler vorbeischauen sollen. So, dann einmal hey ho, let's go. Oh Gott, hier sind ja auch noch welche außenrum. Nee, ein Shadow kann auch ich nicht tanken. Ja, aber gut, aber er kann wenigstens die andere, aber halt den Rest dafür.
Ich kann hier nichts tanken. Es soll doch. Es bleibt in deiner Tankform. Was jetzt? Ja, nein, vielleicht. Okay, komm. Hey ho, let's go. Ich kann ja zugucken. Besser ist es. Okay. Ah, komm. Scheiß drauf. Ich versuche mal den Großen ein bisschen an mich zu binden. Ich glaube, er macht am meisten Damage. Das wäre nicht hilfreich. Das stimmt allerdings. So, ich habe den Großen zumindest ein bisschen an mich binden können. Habe ich jetzt gerade Disconnect? Nee, Latenz von 18. Hä, was war das? Weiß nicht, ob es in der Aufnahme auch ersichtlich ist, aber gerade ging gerade alles. Okay, die machen den. Ich kümmere mich hier um die oberen. Oder um ihn hier. Steinbehüter. Ach, Montilli, du kannst ruhig tanken. Ich bin da echt nicht sauer. Ich kann hier nämlich fast nichts ausrichten. Das ist das Problem. Ich kann so ein bisschen die Feinde anlächeln, hoffen, dass sie mich verprügeln wollen. Komischerweise, bei anderen Menschen funktioniert das. Müssen wir überhaupt? Ich glaube, wir müssen die alle machen. So, kurz warten, bis wieder gerackt ist und dann können wir die nächste Gruppe. Boah, das zieht sich jetzt leider echt nochmal das Ende. Bitte nicht, was tut ihr da? Da geblieben, da geblieben. Nicht auf ihn hier, den muss ich antanken. Er tankt aber doch jetzt, dann kann ich doch in meine, kann ich doch in meine andere Form gehen. Ganz ehrlich. Ist doch sinnvoller. Tankt er jetzt oder tankt er jetzt nicht? So, der ist hin. Ich kann das selbst bei den Kleinen, ich treffe halt nichts. Wobei, ich muss sagen, ich komme mit Level 3. Also ich kann mittlerweile, da wir jetzt Level 40 sind und Helden nach Verstoß und alles verbessert worden ist, ich habe es tatsächlich geschafft, gegen Level 44er in der normalen Welt zu bestehen. Also das kriege ich tatsächlich sogar hin. Tankst du jetzt oder nicht? Dann wechsel ich die Skillung. Ah, wir haben keinen Taschenplatz. Ich krieg dauernd ins Zeug. Ich gewinne dauernd das Zeug. Ich habe auch keinen Platz mehr. Tankt er jetzt oder nicht? Hat er das jetzt gelesen oder nicht? Kam gerade der Bogen in die Quere, glaube ich. Okay, gut. Dann kann ich nämlich umskillen. So, dann wechsle ich nämlich die Skillung. Dann hauen wir den Mist hier noch weg. Einen Taschenplatz hätte ich tatsächlich immer gerne fair. Den Erdkern weiß ich nicht. Der würde wahrscheinlich im Auktionshaus auch nichts bringen. Ich würde ihn aber trotzdem mal behalten wollen. Dann hey ho, let's go. An dem Fleck da rumfummeln. Oder Frau. Drei Mann. Ein tordisches Cool drauf, muss ich sagen. Ah, hier. Ja, boah, okay, Level 46. Pff, kannst ja voll vergessen. Okay. Level 46, 1A. Aber gegen Schattenpriester die Akku zu halten, ist echt schwierig, muss man sagen. Allerdings gegen Level 46 halte ich halt die Akku nicht, weil ich einfach den Gegner nicht treffe. Würde ich den Gegner treffen, würde es, glaube ich, sogar funktionieren. So, einmal hier. Ich kann ein bisschen Demolitionsrufen rein spammen. Der widerstanden wird. Ja, ich mach 97 Schaden. Hallo. Also praktisch, im Moment bin ich nur noch Beiwerk bei den Gegnern. 11. 26. Ein normaler Schlag macht 11. Das Problem ist, ich krieg dementsprechend auch Wut zusammen. Das
echt niedlich, muss man sagen. Ich glaube, das Sinnvollste, was ich tatsächlich noch machen kann im Moment, ist Schlachtruf, um den Schaden ein bisschen zu erhöhen. Bei unserem Teddybären. Okay, wenn die hier Level 46 sind, tatsächlich wäre dann das nächstgelegene 4 Level, wäre Level 42. Vor Level 42 brauche ich echt nicht hier reingehen. In Orange sind sie noch haltbar für mich. Rot, keine Chance. In Orange geht es tatsächlich gerade noch so. Das ist ganz so minimal, Schaden kann ich raushauen. So, 4, 4, 4. So, nächstes Krüppelein. Okay, wir haben jetzt noch zwei, drei Gruppen vor uns und dann sind wir schon mal ein Endboss. Ich sollte vielleicht nicht ganz so nah hingehen wie die anderen. Auch Level 45 dabei. Aber hier tatsächlich Level 46. Ich habe im Internet danach gegoogelt, höchst Endboss Uldaman. Stand drin, Level 45 bei Buffed in World of Warcraft Classic. Hab mich schon gefreut, Level 45 ist zwar auch rot, ist aber nur der Endboss. Also würde vielleicht alles andere gehen, nur der Endboss eben nicht. Huste. So, Demolisierungsmove raus. Ja, gestunt. Ausgewichen. 19. Er ist hin. Oh, das sind Humanoide, die... Ah, Blut ist weg, immerhin. Sehr schön. Auch gegen die normalen kann ich sogar ein bisschen was ausrichten. Da geht's sogar. Hatte ich auch noch nie. Ja, wobei. Nee, hatte ich echt noch nie. Dass ich die Skillung wechseln musste. Ah, guck mal hier. Steinbüder, schnell auf ihn. Alles verfehlt. Au. 56. Ah, guck mal, da kommt der nächste. Ziemlich viele Patz. Tatsächlich. Ich pull ihn mal mit. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass ich ihn gleich pullen werde. Macht aber nichts. Der eine ist tot. Dann haben wir die ganzen Patrouillen zumindest auch schon mal weg. Und kommen uns nicht andersweitig in die Quere. Ja, 53 Schaden. Immerhin steigt der Schaden ein kleines bisschen, 67. Man muss allerdings auch sagen, gegen diese Steinstatuen macht man prinzipiell als Krieger oder als Kämpfer mit einem Schwert, auch Schurke beispielsweise oder Dolchen, macht man weniger Schaden. Die haben eine verdammt hohe Rüstung. So, hier ist jetzt noch eine Gruppe. Dann ist, glaube ich, ganz unten noch eine Gruppe im Eck und danach sind wir beim Endboss endlich. Boah, dann hat das echt lange gedauert. Und... ich verspreche, vor Level 42 werde ich Uldaman nicht mehr betreten. Gelobe es. Wir haben tatsächlich auch dadurch, dass wir zu niedrigstufig sind, haben wir nicht mal ein Viertel Level gemacht, letztendlich. Also echt nichts. Und mein Inventar ist schon wieder voll. Ah, was schmeißt man weg? Ah, guck mal hier, Schinken. Ich will den Magiestrom nicht wegschmeißen, auch wenn es nur einer ist. Ich glaube, ich hau tatsächlich als nächstes in den Stein raus. Moment bitte. So, ich werde die Folge übrigens durchlaufen lassen, egal wie lange es dauert. Vor allem, ich möchte wirklich auch gerne selbst fertig werden. So, Gimlock. Level 42 ist auch... Level 44 tatsächlich sogar erst die Schwerter. Dü-dü-dü. Benötigt Stufe 44. Wir haben keine Stufe 44. Aber da kriegen wir mal ein bisschen Geld für.
finde es schade, dass mein Armschienen jetzt ablegen muss. Aber die Armschienen, die wir bekommen haben, sind tatsächlich 10 mal besser als die, wo wir hatten. Allein die Rüstung. 95 gegen 165 Rüstung. So, was wir mit den Kernen machen, weiß ich auch nicht. Schwarzes Vitriol habe ich auch so ein Mithril-Vorkommen. Das würde ich aber auch ungern wegschmeißen. Das ist so von der Quest. Ne, wir können leider sonst echt nichts opfern im Moment. Schade. So, warten wir jetzt auf schönes Wetter im Moment, oder? Das sind die letzten zwei Grüppchen, also das ist jetzt eine Sache noch von 10, 15 Minuten. Ah, Reh, okay. Hey ho, let's go. Ah, und tatsächlich, der 45er wird zuerst gemacht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir zwei Level 50er dabei haben, damit wir überhaupt halbwegs durchkommen hier. Au. Ich hab Aggro? Jetzt will ich verarschen. Ey, nach Verstoß erzeugt tatsächlich Aggro. Ich kann ja keine. Ich kann echt keinen Aggro kriegen gerade eigentlich. So, hier wird Donnerknall auch angebracht. Allerdings, mir fehlt ein bisschen die Wut dazu. Hä? Gar nicht. Jetzt geht's. Wobei die auch wieder stehen. Au. Au. Komm her. Aber Schattenpriester ist echt eine Akkumaschine vor dem Herrn. Normalerweise, eigentlich waren es immer die. Waren es tatsächlich immer die Magier. Also, ich habe ja früher Magier gespielt und als Magier, ich hatte immer die Akku. Schattenpriester eigentlich. Gut, wir hatten auch nie einen Schattenpriester großartig. Das war so eine Klasse, die früher keiner gespielt hat, weil sie relativ unattraktiv war. So, hier haben wir nochmal eine Gruppe jetzt. Danach sind wir beim Endboss tatsächlich. Endboss ist auch nochmal recht schwierig, weil immer wieder Gruppen kommen. Müssen wir mal gucken. Endboss wird, glaube ich, auch nochmal haarig. Derner Steinschneider. Gut, der ist Stufe 45. Ich treffe den dann einfach nicht. Das lohnt sich nicht, wenn ich auf ihn gehe. Ich probiere es lieber mit ein bisschen Schlachtruf, bisschen Gruppenunterstützung. Glaube ich, tatsächlich das Einzige, was ich anstellen kann im Moment. Gegenschlag hätte ich noch, aber bringt prinzipiell auch nur was, wenn ich selbst gehauen werde. Attacke! Au, einmal umgehauen worden. Na. Ah, shit, ich habe keine Wuttränke mehr. Na komm. Donnerknall hat was gebracht. Naja, fast alle widerstanden, leider. 45er, 44er. Gegen 44er habe ich noch halbwegs Chancen, dass ich ein bisschen Schaden mache. Gegen 45er leider nicht. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Der hier wäre tatsächlich als. Wäre praktisch den hier zuerst zu machen. Der macht ihm am meisten Damage. Boah, 300er Crit? Also jetzt kaputt. So, Mondbärensaft. So, ich glaube, erwachen die hier zum Leben? Ich hoffe nicht. So, Endboss. Erwacht zum Leben. Es kommen allerdings immer Wellen. Also es kommen erstmal Wellen von jeder Seite. Und dann haben wir hier den Endboss in der Mitte. Der haut auch die ganze Zeit mit drauf. Und es kommen immer wieder so kleinere Wellen. Die ganzen Soldaten hier, die werden alle zum Leben erweckt. Und kommen dann nach und nach alle auf uns zu. Bis der Endboss letztendlich tot ist. Müssen wir mal gucken. Wird spaßig auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir es schaffen, ohne dass wir wipen. Hast du noch Wasser für mich? Ja, mit Sicherheit. Magier hat immer Wasser. Einfach volles Holz auf den Boss. Ich werde es probieren. Ich werde allerdings wenig Schaden machen. Und er dürfte tatsächlich auf Level 46 sein. Also, ich weiß nicht, was ich da im Internet gelesen habe. Level 45 ist er, glaube ich, nicht. Würde ich sagen, also volles Holz, Pfote bitte neu. Stimmt, weil der Wildnis läuft geradeaus. Habe ich noch irgendwas? Irgendwas, was ich machen könnte, damit es der Gruppe hilft? Ich glaube nicht. MDW bitte, Mal der Wildnis. Montilli ignoriert es gekonnt.
Er möchte nicht. Okay. Bruder, wir haben 2 Level 5. MDW. Dann nicht. Okay, dann halt tatsächlich nicht. So. Wer wagt es, Archedas zu wecken? Er ist tatsächlich Level 47. Wer riskiert den Zorn der Schöpfer? So, ich kann Schlachtruf machen. Das hilft zumindest der Kuh ein kleines bisschen. Sonst kann ich wirklich nicht viel machen. Man sieht jetzt hier, es kommen immer wieder Gegner. Ich kann höchstens versuchen, hier ein bisschen was wegzuhalten von den Leuten. Damit die Schaden machen können. Ja, die sind Level 44. Mit denen kann ich mich anlegen. Macht ihr Schaden auf den Boss, ich hole mir den Kleinkram. Guck mal hier, der Nächste. Erwacht, ihr Diener! Verteidigt die Schlacht! Eigentlich ganz gut. So, nächster. Geht ruhig auf den Boss, ich kümmere mich um den Kleinkram. Zumindest so weit wie es geht. So, ich lasse mich ein bisschen verprügeln. Sehr schön. Ah, 45er treffe ich wieder nicht. Kriege ich den Sextant? Ja, sehr schön. Ist etwas. So, die nächsten. Schlachtruf läuft noch ein kleines bisschen. Auf ihn mit Gebrüll. Hälfte haben wir schon. So, einmal Schlachtruf nachspammen. Und hier, Brüder! Kommen wir da erstmal die Kleinen. Boah, die braucht tatsächlich nur 2-mal Arcana-Explosion allerdings für die Kleinen. Das ist echt nicht viel. Guck mal hier, ich kann mal einen davon nicht schnappen. Doch, einen habe ich. Ist der Heiler zumindest raus. Wie sieht's aus? 5000. Mana geht gerade aus. Kann leider nicht großartig was tun. Ich treffe nicht. Was ist das scheiße? Oh, nicht mal das klappt. Würde gerne spotten. Auch wenn es nur einer ist. 4000. Geht auf den Boss. Nein, das werden wir nicht hinkriegen. Ich bin auch hin. 3000 leben noch. 2000. 2200. Montilli wird gleich tot sein. 2000. 1700. Mana ist aus. Livia hat noch, aber zu spät. Schade. Das war's wohl. Respawn müsste schon lange, lange da sein, auf jeden Fall. Toll, kühnes, sterbliches Geschöpf. Schade. Sehnstein. Ja. Ist halt so. Schade, aber gut, kann man nichts machen. Uldaman. Gut, schade, aber ist halt so. So, einmal nach hier oben laufen. Ich glaube, das war's dann dementsprechend. Ich würde auch die Folge an der Stelle beenden. Die Gruppe wird sie jetzt dann auflösen, da wir Respawn auf jeden Fall haben. Wir werden es nicht mehr probieren. Falls doch, schneide ich es noch in die Folge rein. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall trotzdem fürs Zusehen. Ich werde Uldaman nur noch mit Level 42 machen, versprochen. Eigentlich sogar... Ja, Level 44 müsste ich fast sein, für den Endboss dann dementsprechend auch. Ich guck mal, wann ich Uldaman wieder gehen werde. Ich werde erstmal so ein bisschen questen die nächsten Folgen. Es war mir eine Lehre mal wieder. Trotzdem vielen herzlichen Dank, bis die Tage, macht's gut.